Die kleine Stadt Niemegk im Süden des Landkreises Potsdam-Mittelmark ist Sitz des Amtes mit 4 angeschlossenen Gemeinden. Die Ersterwähnung ist auf 1161 datiert. Ursprünglich ein Haufendorf mit Kirche, erwarb sie bereits 1228 Stadtrecht und entwickelte sich im Laufe der Zeit zu einer Ackerbürgerstadt mit Marktplatz. Als kursächsische Grenzstadt wurde sie oft in militärische Auseinandersetzungen verwickelt und fiel 1815 mit dem gesamten sächsischen Amt Belzig an Preußen. Das markanteste Bauwerk ist unbenommen das Rathaus aus der Spätrenaissance. Bemerkenswert sind auch die rekonstruierte kursächsische Postdistanzsäule von 1725, das sogenannte Kloster in der Großstraße 50 und die Stadtkirche St. Johannes, ein neugotisches Bauwerk aus Backstein. Niemegk mit seinen Ortsteilen gehört zu den beliebtesten Ausflugs- und Naherholungszielen des gesamten Naturparks Hoher Fläming. Und Menschen, die das Landleben der hektischen Stadt vorziehen, finden hier ein Zuhause. Denn in den traditionsbewussten und stolzen Ortschaften der Umgebung lebt es sich gut. Und wer als Gast in die Gegend kommt, sollte unbedingt ein wenig Zeit im Landhaus Alte Schmiede im Ortsteil Lünsdorf verbringen. Dem Alltag mal Tschüss sagen, das kann man ganz besonders gut in diesem liebevoll restaurierten Vierseithof. Die romantische Anlage mit Innenhof und Landschaftsgarten ist ein Ort der Ruhe und Entspannung. In mühevoller Kleinarbeit entstand Schritt für Schritt ein Kleinod bäuerlicher Kultur inmitten des wunderschönen Naturparks. Einst befand sich hier die Dorfschmiede von Lünsdorf. Statt am Schmiedefeuer sitzt man jedoch heute rustikal gemütlich am Kamin. Wo früher Kühe und Schweine gehalten wurden, erstrahlt der Saal mit seinen Säulen und der preußischen Kappendecke in festlichem Glanz. Im lichtdurchfluteten Wintergarten schweift der Blick über Teich und Garten in die Weite der Landschaft und man ruht aus vom Stress. Der Streichelzoo bietet besonders den kleinen Gästen viel Abwechslung. Der beste Ort für große Feiern und Veranstaltungen in der Alten Schmiede ist die Sommerscheune. Ablauf, Dekoration und Speisenfolge werden dabei nach individuellen Wünschen abgestimmt. Nicht wegzudenken sind Veranstaltungen wie Jazz und Brunch, die Kleinkunstschmiede, Kunstausstellungen und der jährliche romantische Weihnachtsmarkt am dritten Adventswochenende. Im Sommer lädt der Biergarten mit kühlen Getränken und leichten Speisen Ausflügler und Touristen, die die mittelalterlichen Burgen zum Ziel ihrer Rad- und Wandertouren auserkoren haben, zur Rast ein. Vital sein heißt lebendig sein, mit allen Sinnen. So kann man im Landhaus nicht nur gesund genießen, sondern viel mehr für Körper, Geist und Seele tun. Unter dem Motto Vital aktiv werden mehrtägige Nordic Walking und Yoga Walking Kurse angeboten. Auch für individuelle Rad- und Wandertouren ist das Landhaus ein idealer Ausgangspunkt. Selbst schöpferisch tätig sein oder Kunst einfach nur genießen. Das Landhaus bietet beides. Die Kurse unter diesem Motto reichen vom Schmieden, Holzdruck, Keramik,
Filzen bis zum Malen und Zeichnen. In 14 gemütlichen Zimmern und 3 Suiten, die mit natürlichen Materialien ausgestattet wurden, lässt es sich gut träumen. Die Zimmer sind standardmäßig mit Bad, WC, Föhn, TV und Radio sowie Telefon ausgestattet. Die noch unberührte Natur im Zusammenspiel mit der köstlichen Spezialitätenküche aus dem Fläming und dem ländlichen Brandenburg lassen einen tief durchatmen und in den ruhigen Rhythmus des Landlebens eintauchen. Das klappt auf Anhieb und ist auch das ausgesprochene Anliegen des idyllischen Landhauses zwischen Niemegk und Bad Belzig. Ihr nächstes Ziel sollte dementsprechend das Landhaus Alte Schmiede, Dorfstraße 13, im Niemegker Ortsteil Lühnsdorf sein.